Kannst du bitte Bereich sichern? Und damit hallo unsererseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Mann, wir hatten heute noch gar nicht aus. Und Grenze Bereich sichern auch noch nicht. Achso, westliche Einfahrt. Wir haben diesen MG42 ja gar nicht im Team. Wir haben den ja gar nicht im Team, diesen MG42. Eigentlich müssten wir mit dem richtig hoch gewinnen. Wenn gerade eben schon Villa 3-0 ausging. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Mozzi. So, Mozzi, hier ist doch bestimmt was. Bombe lokalisiert. Ja, doch. Also, nicht da. Okay, ich dampf ab. Er hat hinten beim Schalter hat er alles hingeknallt. Okay. Und meine Drohne hat er. Also, kommt man da auch hoch. Der Ace macht's darüber. Ich mach's immer über die Tasche da links. 10 Sekunden bis Einsatz. Medical Attention. Nicht gut, er will den Lautsprecher rechts erschießen. Und dann hockt die Drohne genau dahinter. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Oh. In dem kleinen Raum ist jemand. Aber. Den Doktor haben sie noch. Den Doktor. Den Jäger. Geht raus. Toll, jetzt sind wir nicht Ace. Da ist jemand draußen. Guck mal. Da ist der Jäger oben. Den Entschärfer fallen gelassen. Ich guck mal. AVS, Schädling kaputt. Okay, vor dir, ne? Nein, von dem eigenen Trupp verbleiben. Ich war erst mit Entschärfer. In der Zwischenzeit gehen zwei Mitspieler raus. Entschärfer wurde erneut gesichert. Komm denn. Wo kam der denn von hinten jetzt her? Ich glaube oben von der Brücke rausgesprungen, Archiv. Nee, da kam Jäger. Ja, meine ich auch. Ich meine, der mich umgebracht hat. Scheiße, großer Kack. Noch Emozi. Der mich umgebracht hat, der war hinter mir plötzlich. Okay. Mann, da kommen die schon raus und sowas. Schlecht geschossen, ey. Ich brauche für sowas das LMG eh. Nimmst du? Gut. Muss aber auch die MP Mann mitnehmen. Gut. Und ein Schildkrieger. Ganz schön viel auf einmal. Großer Mann oder nicht? Sophia doch nicht. Wieso sind wir eigentlich im Heroes of Storm Channel? Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. War Serafina vor dir da? Ja. Ich komme ja zum Schluss rein. Also ich bin bloß gefolgt mit Läufern und so. Ah, Mozzi! Kackdreck! Ja, da hat Mozzi Kram. Grabschick Abschrau. Störsender kennen wir schon.
Ash ist relativ sicher vor Mozi. Einsatz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Wechsle Magazine! Nix, Strom. Mal gucken, ob der Störsender hier steht. Kein Störsender. Ja, nein. Aber Mozi-Kram war hier. Geh mal am besten hinter die Mauer. Oh, es springt hier jemand raus aus Treppe hinten in der Ecke. Ich steck mal oben ab den Balkon. Nein, Alter! Das ist doch nicht deine Ehre. Von drin? Ja. Mozi. Grabschau ist recht gut. Achtung, Explosion! Ein Gegner verbleibt. Okay, Mozi ist der Letzte, der ist unten drin. Oh. Holz in der Luft. Er ist beim... Ja. Ich finde, dass der dagegen ploppt. Njom. Mann. Gegner eliminiert, da hing das Ding, scheiße. Die arme EMP. Na toll, im Zoll. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Schild eingesetzt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Böses Auge eingesetzt. Aber die müssen Twitch haben und so viel haben sie auch. Schon Innenkameras kaputt. Hey, Summerman IQ. IQ ist schon die Treppe hier hoch am gelben Ping. Zum Waffenlager hoch. Nein, komm. Scheiße! Ey, sorry. Kann man reinspringen? Ja. Ich bereite die Nadeln vor.
Über mir rennt einer in diesem Sicherheitsraum. Der macht die Decke auf bei dir. Vorratszimmer. Gegner. Sophia ist bei mir. C4 platziert. Nein. Ich kapier das nicht. Nur ein kleiner Peak. Dass die immer so schnell wieder zurückkommen können, ey. Klebe die Mine fest. Ja, genau. Rausrenner, ja super, das ist jetzt richtig spitze. Bleib doch zurück. Leider gar nicht getroffen. Ja, der Fuser ist oben, also. Letzter verbleibende Operator des eigenen. Die rennen raus und ich sterb drin, das ist scheiße. Ja, dann bleib halt zurück erstmal. Ich glaub doch nicht, dass die unbedingt da reinspringen kann. Ich glaub, das ist ein Hauch zu hoch. Doch, doch. Der eine ist ja rausgesprungen. Ne? Da ist es ja. Markier. Der eine ist ja rausgesprungen. Also kannst du wieder rein. Stimmt, ja, gerade eben. 10 Sekunden. Ich hol jetzt einen Entschärfer, das wird nie was. 10 Sekunden. Außer Ella stirbt. 5 Sekunden übrig. Die Zeit ist abgelaufen. Da ist oben noch die Schüsse von oben. Wie sie da einschlagen in die Leiche. Ja, muss die Zeit aber abgelaufen sein. Ja, weil er hat einen Entschärfer gesucht. Ja, aber der ist auch gestorben. Nö. Bei mir ist die umgefallen. Hä, was hast du jetzt gesehen für eine Kamera? Ich habe jetzt aus Zollinspektion. Bevor die kicken. Die haben sich ja da oben beschossen. Da ist Dings umgefallen, Sophia. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, dass da. Dann hat sie sich ankern können, nehme ich mal an. Halt, wir können. Aha, also zu. Shit. Dann war sie wohl verletzt. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Was kann die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Hier ist noch zu zwischen den Bomben. Ich hab keinen Kontakt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Wieso hast du Stacheldraht dabei? Weil ich keine Kontaktgranaten dabei habe. Na Mist, komm ich nicht ran mit Jokai. Kamera positioniert. Wechsle Magazine. Nur noch ein Gegner übrig. Drohne fährt rein. Aus dem Schalter. Aus dem Schalter kommt eine Drohne an. Der ist auch da, Schalter. Oh, ich kann es nicht markieren, das sind Füße.
Drohne fährt wieder. Schalter, er ist im Schalter. Er läuft wieder. Klingt nach Kapital. Ja, es brennt auch. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Da hinten. Stimmt, das war die Para. Mhm. Stachner geht an die Tastatur. Ich habe vorhin, die haben das mit der Splittergranate meine Dings kaputt gemacht, meine eine Kralle. Und dann Ace rangeworfen und es hat aber zu spät, zu lang gedauert. Bis hat Ace die Kralle zerstört? Ja. Weil es genau da angebracht wurde, weil ich die Kralle da hingeworfen habe, wo Ace hingeworfen. Zwei, ein Gedanke. Ich hätte die erst unten hin geworfen. Die Glocke unten bei den Benachrichtigungen, blinkt die bei dir auch so, als ob da jemand draufschlägt? Pulsiert die? Nee? Oh, schon wieder Verwähler. Dann haben die Zahl, diese Benachrichtigung bestimmt dahinter versteckt. Bei mir pulsiert das Ding nämlich. Aber ich drücke da niemals drauf. Das Blau hinterlegt noch irgendwie so, oder? Ich glaube nicht, was... Du kannst draufklicken, weil du musst ja die Nachrichten ich. Als ja. Gelesen markieren, damit das da geht. Das sieht ja sonst nicht so. Sind wir Tante? Tannenämmchen. Blumentopf. Kannst ja mal die Anziehmatten hinlegen. Als wenn das ein Mann, wenn du der bist. Da stellt sich einer links neben die Westen und zieht an und fliegt von der Katze. Ob das vielleicht vorhin einer gemacht hat? Bei den Gegnern, ich glaube nicht. Denkst du so, naja, jetzt ziehe ich mir halt für 3 Sekunden die Matten an, zwischendurch kann ich immer kurz zum Keks greifen und hältst die Taste gedrückt, guckst nicht auf den Bildschirm und bist auf einmal weg. Die Bomben schützen. Ah, dieser Blumentopf. Jäger geht auch noch dahin. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Gott, hier ist noch alles offen. Nicht gut. Außenkamera ausgucken ist ja auch so effektiv, weil die so gut sind. Mann, keine Zeit für sowas. Komm schon. Aktionen vorbereiten. Scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Hinterhalt gelegt. Sicherheit. So, die meisten sind unten, dann bleibe ich oben. Was ist denn überhaupt zugemacht worden? Hier ist ja alles nicht verstärkt. Ibana macht schon auf, ist doch kaum was verstärkt. Rekrut haben sie. Gridlock. Da oben ist der Rekrut wieder. Ein
Kackraum ist jemand? Bleib oben. Ein Kämpfer mit eigenen Trupps verbleibt. Muss aber natürlich wieder genau in dem Moment dahin gucken. Danke, hey. Mine. Ivana war noch draußen. Hat auch nicht mehr viel. Au, wow, 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 wow. Ja, nicht darunter gehen. Jetzt weiß ich, dass ich oben bin. Geht auch schief. Eine hilfreiche Kamera. Das ist nicht gerade hilfreich. Fenster bei dir oben links. Gegner. Schuss von da oben. Was ist jetzt auf? Das Fenster. Ach, da! Boah. Genau da. Ja, ich dachte schon, hä, aber ja, da ist ein Fenster. Ich habe ausüberlegt. Aber da ist eins rechts. Das ist ungewöhnlich, dass man da reingeht. Und nicht über die Luke. Die mich da gerettet hat. Ja, ich hatte wieder das Glück, dass Sivana genau in dem Moment, die hat die ganze Zeit rechts geguckt und dann gehe ich runter und sie guckt dann genau dann hin. Und sieht natürlich noch meine Beine. Die war noch draußen, oder? Die war noch draußen, noch dem bei dem Auto da draußen. Ich habe sie auch getroffen. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Magazinwechsel! Ich wollte schon sagen, er denkt doch nicht an die Luke. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. 10 Sekunden. Abstand halten. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ja, Außenwand wäre hier noch. Hab noch eine. Ja, mache ich gleich zu. Oh, oh, bitte, bitte nicht umkommen. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sich. Feind ist verstärkt! Zugangssperre gelegt. Nicht in der Nähe aufhalten. Schildträger. Scheiß Drohne, du. Vor meinem Fenster ist einer. Hat das auch Jäger. Jäger, hüpf rein. Fuck, hab ich. Von meinem Fenster ist noch jemand. Nur noch ein Gegner übrig. Gucken, ob immer noch da ist. Nicht wegnehmen, das macht die Zugangssperre. Ja, rennt nach rechts weg. Weißt du, was war? Sophia, glaube ich, in Elite. Nee, Ivana. Ey, Ivana ist es. Jetzt yes, macht hier auf. Ja, unter dir, unter dir. Eigener Trupp siegreich.
erfolgreich alle Gegner eliminiert. Das ja, die hat noch diesen komischen Hut aufgehabt bestimmt. Er würfelt einer. Die Gegner sind jetzt im Packraum. Die brauchen gar nicht würfeln. Die würfeln, wer jetzt runterfällt. Gucken, ob wir das nochmal sehen, ob das noch jemand macht. Bis das vielleicht nicht mehr geht. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ach komm, King Glauber, leer. Und ein Bika. Spieker? Bika. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, die Kinder, komm auf. Ah, ich hätte Störsender. Scheiße. Deine Drohne lebt aber noch. Mhm. Vielleicht kannst du sie retten mit einer Lanze. Das Ding von Warden heißt Glanz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Glanz, aus. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Voll gedoppt. Haltet nach anderen Ausschau. Dann fahr mal. Kamera lebt noch. Die Kamera von Wölk ist immer noch unter. Hier ist noch Pappe, hier ist verstärkt. Wer klopft denn da? Oh, ich hab knapp verfehlt, ey. Ladung scharf. Wie mein Kumpel sagen würde, Zeit für etwas Krach. Naja, oh, es entschärft, jetzt mach ich's kaputt. Eigener Truppe hat sich da eliminiert. Ich gedacht, ich mach den Schaden. Ich hab so knapp bei Valkyrie vorbeigeschossen. Ich wusste, ihr habt die extra nicht markiert, ey. Ja, er ist noch zerbröselt, hast du es gerade gesehen? Die waren jetzt gerade noch zerbröselt. Okay. Irgendwie kam da Cornflakes gestreuselt. Obwohl das Loch schon so früh aufgemacht wurde. Hm. Oh, das ärgert mich gerade, dass ich Werke wieder nicht bekomme. Wenn man da bei dem Endbildschirm als Angreifer eine Claymore aufsteht, wo die jetzt standen und die Verteidiger gewinnen, ob die dann hochgehen, die Verteidiger, wenn die im Endbildschirm da drin stehen? Warte doch mal. Das müssen wir mal ausprobieren. Am besten nicht im benutzerdefinierten Spiel, sondern im laufenden. Schon wieder. Vielleicht ist der MG42 wieder da. Nö. Nee. Der hätte jetzt wirklich wieder da sein müssen. Ups, Bronn.
Oder du stellst als Verteidiger mit Goyo dort draußen Feuerschild hin und wenn... Nee, du musst ja verlieren, dann kannst du es ja gar nicht aktivieren. Nee, ist Quatsch. Ja, du stellst es so hin, dass die denn dahinter stehen. Sieht auch doof aus. Oder du nimmst Capitao und zündest da an. Das Problem ist, es könnte zu viel Zeit vergehen. Also du stellst dich da in dein eigenes Feuer und hoffst, dass es lang genug zündet, bis die Gegner da im Endbildschirm drin stehen. Ja, du machst den ersten, stellst dich rein ins Feuer, verbrennen und kurz bevor du stirbst, machst du den zweiten. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich glaube, da vergeht zu viel Zeit. Muss mal ausprobieren. Wohnzimmer ist sauber für gut. Fahr ich drüber. Ja, drüber. Spielzimmer, Billard, Fliegerzimmer. Mira, Gabschfrau, Kammerfrau, Herzschlagmann und Westmann. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Na, spiel mal eine Runde Regenbogenspiel. Ich bin von unten auf den Sessel gesprungen und komme oben wieder raus. Das ist wie so eine Kameradurchfahrt. Bombe gefunden. Auf Turm bloß andersherum. Und entschärft sie. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Was ist denn da? Ja, weiß nicht. Ich versuche mich von so einem Gegenstand umbringen zu lassen. Aua! Ja. Du gerade geschossen hier? Ja, hat mich auf mich geschossen, das böse Ding da hinten. Jetzt schieße ich nicht mehr. Kannst den gucken. Kopfschuss, ein Glück. Ich wollte in dem Moment gucken. Hast du auf mich geschossen? Nee. Entschärfer, ich geh mal zum Termin, falls der den Entschärfer nicht kriegt. Der kriegt Entschärfer muss zurück. Sag ich doch. Ich geh mal hin. Da steht schon der Claymore. Toll. Haben wir einen Schärfer von uns? Ja. Okay. Und einer sitzt im Tresor. Im Tresor. Ah, da liegt ja im Fliegerzimmer dein Schärfer. Ne, es steht an der. Er liegt an der Tresortür. Oh nein, hinten im Gang. Unter der Kamera, Kamerafrau. Hinten beim Billardzimmer im Gang. Okay, jetzt. Immer noch eine Kamera, Kacke. Wenn es hinter dir ankommt, sehe ich das. Also Treppenhaus. Da ist ich. Eigener Druck getötet. Noch im falschen Moment. Ja, genau.
Wieso kriege ich jetzt eine Meldung, dass meine Outlook-Kontendaten veraltet sind? Wie, ist Passwort 123 nicht mehr aktuell? Nee, ist 1234 geworden. Outlook nutzt sie aber ewig schon nicht mehr. Oder überhaupt nicht genutzt. Hast du einen Zweitbildschirm oder wie siehst du das gerade? Nee, es kam hier gerade schon. Im Spiel? Okay. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine. Eigentlich sollte Kaspersky solche Meldungen abhalten. Ja. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wohnzimmer. Otzi. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh, Otzi. Wer ist denn das Fahrradzimmerchen? Eingangsraum. Mhm. Ist da ein Käfer beim Ausgang? Ah, ist ein Käfer. 10 Sekunden. Ist bloß Stein. Einsatz in 5 Sekunden. Na, Senf. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Scheint einfach Mutze zu sein. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Sag doch einfach mal. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ich sag dir mit. Ella haben sie noch. Cool. Ich geh gleich zum Töpferkurs. Geh jetzt hin. Frost und Ella. Alle Außenkameras kaputt. Frau Frost. Grabschfrau im Klavierzimmer. Die sitzt in der Töpferei drin. Oh, scheiße, Mozzi hinter mir aus dem Fenster. Einer vom eigenen Druck bleibt. Na, Frost habe ich bekommen. Noch über 2 Minuten, da gehen bestimmt ein paar Mitspieler raus. Ah, hinten Wohnzimmer. Wohnzimmer ist einer, sagst du? Nein, die haben da die Tür zugemacht. Aber da sind auch welche drin. Okay, ist gerade schon mal keiner rausgesprungen. Und noch irgendwo, ich glaube da, wo Mozzi raus ist. Oh, nicht schon. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gott, gleich tippe ich in der Matte. Jetzt passiert's wieder. Kamera oben habe ich ja. Okay. Oh, Gritzmott war da. Der Schrank lebt ja noch. Was? Alter, wie du umgefallen bist. Wie denn? Das will ich jetzt sehen. Nee. Ah, sieht man hier nicht. Mich da reingeguckt habe. Kein Mitspieler ist ja rausgegangen. Ich
Bomben schützen. Das gleiche Bild hier unten in der Galerie, glaube ich, das hier hängt. Zwei Ash und Capitão. Klebe die Mine fest. Na, wird schlapp, der überlebt. Na, scheiße. Die Bahne haben sie noch. Scheiße. Gelben Ping, ist jemand drin im Umkleideschrank? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. EMP-Mann. Ja, genau. Natürlich. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Von außen? Ach komm. Ah, wieso ist denn da ein Loch, Mann? Na, das hat Ash reingemacht. Was? Ach ja, möchte gern Lava Craft. Sag doch keiner was, dass da offen ist. Mann, ich wollte die Kairos entfernen und da wurde ich entfernt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.